Jo Leute, was geht ab und willkommen auf dem Rugnation-Kanal. Ich zeige euch heute mal, wie versprochen, wie diese Blinker hier funktionieren. Das sind Absteckblinker, die magnetisch aneinander halten. Ich kann es euch mal zeigen. Die blinken auch ganz normal, wenn sie an sind. Ja, das System an sich ist eigentlich ziemlich simpel. Da wird der originale Blinker verbaut mit diesem AMA-System. Wir gehen jetzt einfach mal da drinnen, dann verschrauben wir das mal gemeinsam, dauert keine 5 Minuten und dann sehen wir uns gleich wieder. So Freunde, dann zeige ich euch mal, wie das Ganze funktioniert. Hier haben wir jetzt schon mal das fertige Stück. Das ist das Endstück von dem Blinker, den ihr ja gerade gesehen habt. Dann haben wir hier dieses AMA-System und das AMA-System besteht aus zwei Komponenten. Einmal diesen Magnet, ja, der hebt ganz schön. Das schraubt ihr an euer Motorrad dran und man muss jetzt halt den Blinker von dem unteren Stück hier trennen und dann ersetzt man sozusagen das untere Stück mit dem Blinker, sodass es dann so ausschaut. Im Grunde ist es die gleiche Größe. Der Magnet hier an sich geht er hinein, deswegen nimmt er gar keinen Platz weg. Wir brauchen eigentlich nur eine Sache zum Wechseln und zwar ein Schraubenzieher, ein Kreuz, weil hier oben eine Schraube ist und die müssen wir jetzt mal aufschrauben. So, dann muss man einfach das Glas hier runter machen und hier tut man das so leicht nach vorne heben und dann geht das automatisch schon von unten nach unten. Also hier der schräge Stecker, das ist jetzt hier rot in meinem Fall und der andere ist schwarz. Die steckt man jetzt einfach nur ab. Man könnte hier theoretisch noch eine Zange verwenden, falls das ein bisschen schwergängig funktioniert. So, das legen wir auf die Seite und jetzt ziehen wir das Kabel hier heraus, weil das brauchen wir jetzt nicht mehr. So, jetzt kann man das hier abziehen. Jetzt besteht das aus zwei Teilen. Das zieht man einfach ab, braucht man nicht mehr. So, und hier hat man jetzt so einen Schlitz und hier sind ja so ganz viele solche Striche. Jetzt muss man das natürlich richtig rum reinsetzen, dass das auch bündig zusammenpasst. So. Man muss einfach nur ein bisschen feste drücken, dann ist es wieder schön bündig drauf und dann muss man es nur noch wieder mit den hinteren verbinden. Wie gesagt, rot hierhin und schwarz muss hier unten rein. So, ich habe jetzt mal noch schnell eine Zange geholt, weil einfach, wenn man das bündig schön drauf schiebt, dann kann sich das auch nicht mehr losvibrieren. Einfach ohne Gewalt ein bisschen reinschieben und dann hält es bombenfest. So, und dann müsst ihr es eigentlich nur noch wieder reinstecken und drauf schauen, dass keine Kabel irgendwie zerquetscht werden. Hier unten ist auch nochmal so ein Einhaksystem. Da schiebt man das dann einfach rein und dann hebt es schon wieder von alleine. Bisschen Druck ausüben. Hier unten einhaken. Und wie davor die Schraube wieder reinsetzen. Und dann ist es schon verschraubt. So, verschraubt ist es. Ist eine Sache, wie gesagt, von 2 Minuten oder maximal 5. Dieses Stück hier schraubt ihr jetzt ans Moped an, schließt es ganz normal an, das ist der ganz normale originale Stecker und dann müsst ihr eigentlich nur noch den Blinker nehmen, draufstecken und dann funktioniert's. Ich mache das jetzt schnell und dann sehen wir uns gleich wieder am Bike. So Freunde, zum Verbauen ganz easy. Hier sind die zwei Löcher, die passen perfekt für die Aufnahme. Die haben sich echt gut was dabei gedacht. Den könnt ihr dann perfekt da einhängen, dass sich da auch nichts verschiebt. Für die Mutter braucht ihr einen 17er Gabelschlüssel, den habe ich hier. Und falls es nicht gescheit runtergeht, müsst ihr halt einfach das Gummi lösen, um dann besser runterzukommen. Und wie gesagt, ja, das ist einfach Plug and Play. Ihr könnt das einfach anstecken an den originalen Stecker und dann seid ihr schon ready für die nächste Ausfahrt. Okay, Blinker sind jetzt verbaut. Wie gesagt, super schnell absteckbar. Ich könnte den jetzt auch hier nehmen und einfach hinten anstecken. Geht genauso. Er ist einfach eine geniale Sache. Man kann einfach jeden Blinker, egal wo, anstecken. Links, rechts, sind alles universal abnehmbar. Auf jeden Fall von Arma heißt die Firma. Ich verlinke sie euch auf jeden Fall auch unten in der Videobeschreibung. Und den Instagram stecke ich auch mal dazu. Dann kannst du sie auch easy anschreiben. So habe ich es auch gemacht, deswegen ultra chillige Jungs. Schreibt mir auch gerne mal eure Meinung dazu. Würde mich interessieren. Ich muss ja auf jeden Fall jetzt demnächst mal wieder putzen. Wir waren ja letztens im Kieswerk und da war es brutal krass. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, gerne abchecken. Das war das letzte Video davor. Lasst mir auch super gerne ein Abo da, falls ihr keine kommenden Videos mehr verpassen wollt. Ich lade jeden Sonntag ein neues Video hoch und dann bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als zu sagen, danke fürs Zuschauen. Man sieht sich spätestens im nächsten Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.